Wir haben beim letzten Mal noch 4 Sterne von der Oma bekommen. Willkommen zurück zu Stuntman Ignition. Und jetzt geht's weiter mit der 4. Mission hier, Earthshake von Aftershock, was offenbar tatsächlich unterschiedliche Filme und unterschiedliche Jobs sind. Let's go! Die nächste Szene kommt direkt vor auf den Vulkan. Und Junior versucht noch immer aus der Stadt zur lieben Oma zu kommen. Du weißt, dass Filme nicht chronologisch gedreht werden, oder? Der große Moment kommt direkt zu Beginn. Über eine Rampe machst du einen großen Sprung und knallst durch eine brennende Werbetafel. Behalt bloß die Kontrolle, wenn du landest, damit du über die brennenden Dächer kommst und den kleineren Sprung im Anschluss schaffst. Hier geht's echt um deine Knochen, Kleiner. Das Rettungsteam ist in Bereitschaft, aber von den Dächern zu fallen macht bestimmt nicht wirklich Spaß. Ruhe auf dem Set, Leute! Die Stunts sind gefährlich. Bleibt also bitte wachsam. Alles klar, ich habe das Gefühl, die PS3 ist deutlich lauter als beim letzten Mal. Aber nun gut. Habe ich das jetzt eigentlich richtig verstanden, dass man wirklich die 5 Sterne nur bekommen kann, wenn man die Stuntkette von vorne bis hinten durchzieht? Weil hier steht ja auch keine Punktzahl mehr, weil das ist halt echt krass. Aber gut, okay. Ich bin gespannt. Vor allem, was ich schon wieder verlernt habe. Sowas zum Beispiel. Eieiei. Das starten wir direkt neu. 3, 2, 1, Action! Erinnert wieder an die schönen Fails bei... Ich muss schon dahinter, ne? Bei Super Mario 3D World war es, glaube ich, wo ich immer irgendwie nach 10 Sekunden Gameplay abgekackt bin. Am Anfang eines Parts. Und Super Mario 3D World habe ich jetzt auch auf der Switch tatsächlich nochmal durchgespielt. Und kann mich dann bald nochmal an Bowser's Fury setzen, also zum ersten Mal. Es ist echt eng hier. Das ist bei allem gar nicht so einfach. Ja, da musste ich die Aktionstaste offenbar drücken, das war richtig. Da muss ich jetzt eigentlich dieses Ding treffen. Gut, schaffe ich auch mit Vollspeed. Oh, und jetzt? Was muss ich da... Cut, das ist ein kniffliger Dreh. Pass auf die Gefahrenstellen auf. Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Was war das denn jetzt für ein Symbol da oben eigentlich? Soll ich da jetzt vorbeifahren, quasi so ganz knapp am Rand, dass ich fast runterfalle? Oder sollte ich da halt, also, ich sollte doch schon oben bleiben, oder? Weil das da halt noch so einen grünen Pfeil gab. Weiterhin. Okay, ich muss auch beim Driften... Scheiße. Ich muss halt auch beim Driften wirklich aufpassen, dass ich da... Ich wollte noch rechtzeitig kommen. Ja, ich muss beim Driften eigentlich schon bremsen. So, das ist okay. Ja, okay. Ich will gucken, was jetzt als nächstes kommt. Ach, okay. Alles sehr wild. Ich mache einfach mal weiter. FPS sind gerade auch ein bisschen klein. Durchballern, jawohl. Was kommt jetzt? Aktionstaste, ja. Ah, sehr schön, der Klassiker. Oh! U-Turn. Ja, damit habe ich jetzt so gerade nicht ganz gerechnet. Mach ich. Jawohl. Rechts überholen? Da schrillen aber alle Alarmglocken hier. So. Oh Gott. Naja, also 5 Sterne könnt ihr vergessen. Fühlt man keine Kinos, aber ein bisschen was stimmte. Ja, ist doch schon mal was. Das ist eigentlich scheußlich, war. Wer braucht denn auch schon volle Kinos? Also, ich nicht. Zumindest nicht als Zuschauer. 2, 1, Action. Die Sicht darf ich zwar gerade eigentlich nicht haben, aber ist ja egal. Ich will jetzt... Ich wollte gerade wieder X zum Gas drücken. Zum Gas geben drücken. Könnte ich natürlich auch rumstellen, aber ich finde das ehrlich gesagt auch mit... der R-Taste, geil, oder? So, also der Anfang war schon mal besser. Muss ich sagen. Also der war besser als gerade. Okay. Okay, ja, da hätte man noch ein bisschen driften können wahrscheinlich, aber habe ich erstmal nicht gemacht. Aber hier hatte ich gerade noch eine zweistellige Zahl. Also ich bin auch an sich deutlich schneller jetzt einfach. Ja, aber dass das hier alles immer so ein bisschen schwierig mit den FPS ist, ist, nicht so schön. Ah, ein bisschen zu spät. Aber okay. Kann ich an sich erstmal verkraften. Und fertig gleich, ne? Ne, jetzt kommt nochmal das. Genau, ich habe schon ganz vergessen, woran es eigentlich zu Ende ist. Ja, okay. Na, das war gerade noch so. Oh!
Nicht reinfahren, sondern neben herfahren, wollte ich eigentlich. Und so, ja. Wir haben die Kombo immerhin noch auf 15 gehalten, schön. Cut. Der Lauf war ordentlich, aber ich will etwas mehr Aufregung. Ich nicht. 2 oder 3? Wahrscheinlich 2. Ja, okay. Ja, ich weiß noch nicht so ganz. Ich weiß auch noch nicht, was mit den Farbanpassungen auf sich hat. Was können wir denn hier machen? Also was ändere ich da eigentlich? Ich hätte gerne so ein Blau mal. Ah, das ist mein Motorrad, alles klar. Ja, nee, dann will ich so ein richtig dunkles, aggressives Rot haben. Wobei, dunkel ist dann nicht mehr so ganz aggressiv, aber sowas hier. Ja, ist okay. 3, 2, 1, Action! Gib mir das noch extra Bonus für irgendwas. Weil das jetzt noch gefährlicher aussieht, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht. Einfach nur ein bisschen für Gusto. Jawohl. Ich weiß ja noch nicht so ganz, was ich anvisieren soll, weil ich habe ehrlich gesagt jetzt nicht so ganz das Gefühl, dass ich das... Oh shit. Ja, komplett lost. Ich bin nicht falsch abgebogen, ich bin runtergefallen, du Pisser. Ich wäre tot. Naja. Sah bisher ganz ordentlich aus, der Run. Bis ich den Moment da komplett verkackt habe. Aber hier habe ich jetzt halt doch schon gerade noch Lust, das auf 3 Sterne zu schaffen, mindestens. Wenn nicht sogar 4. Also es wird ein bisschen willkürlich sein, wann ich halt wirklich dann doch weitermache und wann nicht. Also weitermachen mit dem nächsten, meine ich. Ja. Lava. Cut, du darfst nicht in die Lava geraten. Ich weiß. Wir müssen die Lava auf die Straße bringen, ne? Okay. Let's go. Jetzt aber. Der Stick ist jetzt halt auch schon ein bisschen durchgenudelt, würde ich sagen. Ich habe die Konsole ja auch vor 1-2 Jahren Gebrauch gekauft und ja, der Stick fühlt sich jetzt nicht mehr allzu widerstandsfähig an. Ja, hat geklappt mit der Kiste. Ha! Okay, da kann ich gerade einfach... Alter! Kann das Spiel auch mal mehr als 3 Frames haben? Das wäre toll. Ich kann da ja teilweise überhaupt nicht so richtig reagieren. Weil ich die Sachen so verzögert teilweise sehe. Es macht natürlich dann auch nochmal die Sache nicht besser, dass ich eben diesen verzögerten Sound habe. Weil ich an meinem Monitor jetzt keine Ausgabe mehr habe für Audio. Deswegen muss ich die OBS-Audio-Ausgabe verwenden, die halt ein bisschen verzögert ist. Aber das wird jetzt das geringere Problem sein. Das größere Problem ist, dass das Spiel halt einfach nicht klarkommt auf das, was es anzeigen möchte. Ja, Lava, super. Aber sieht immer schon lustig aus, ne? Ja. 3, 2, 1. Okay. Wir hängen schon fast 10 Minuten an einer Mission. Was aber daran liegt, dass ich sie unbedingt jetzt noch höher schaffen will. Aber ich glaube, wenn ich das jetzt geschafft habe, und das möchte ich einfach schaffen, dann würde es das auch erstmal sein mit, ich will eine bestimmte Sternzahl erreichen. Ich schaue dann einfach, dass ich überhaupt weiterkomme. Wobei ich auch gar nicht weiß, was so der Mindeststandard ist, den die erwarten. Vielleicht braucht man ja auch wirklich sogar immer nur einen Stern und kann theoretisch dann schon weitermachen. Ich hab's noch nicht so ganz durchdrungen, wie das hier abläuft. Also gerade hier die Szene, muss man gut aufpassen. Dass man da sensibel steuert, aber nicht zu sensibel, damit man überhaupt irgendwie das erreicht, was man erreichen will. So, und jetzt muss ich gut aufpassen. Sehr gut. War dann mal schon mal viel besser. Machen wir. Wobei das ziemlich knapp. Nein! Keine Sorge, das ist keine echte Lava. Schade. Oh Mann. 3, 2, 1, Action! Das ist keine echte Lava, aber wie echt sieht sie aus? Das kann ich nicht beurteilen. Ich habe mich schließlich nicht irgendwie vor 10 Jahren umbenannt. Kanaltechnisch. Ärgerlich, der Run war eigentlich ganz cool und ich hätte da auch irgendwo ein cooles Achievement quasi bekommen. Ja, gut am Stück sein, glaube ich.
Ich bin doch in der Ecke gewesen, jetzt komm. Ja, das ist halt auch ganz cool, man kann auch, ja, shit. Man kann auch seine Combo halt halten, auch wenn man Fehler hat hier. Also der U-Turn war zwar gerade gut, aber ich muss hier, genau, 180er. Ich muss weiter nach rechts hier, damit ich genug Anlauf habe, um hier das auch zu schaffen, den Sprung. Es ist sonst nämlich nichts ohne weiteres möglich. Na gut, jetzt habe ich hier schon wieder den Dings da verkackt, oder? Nee, stimmt. Habe ich auch vorhin nicht, stimmt. Ja, oh, das war knapp. Ich wäre fast ins Auto gefahren, aber ich habe so nur einen Miss bekommen und das war gut. Abzug machen. Auf zur nächsten Einstellung. Finde ich auch, ne? 3 Sterne, ja, okay. Finde ich in Ordnung. Nehme ich mit. Anhängeralarm. Und wir haben eine Werbetafel freigeschaltet. Ach, klasse. Gut, neue Szene. Let's go. Stunt City Feuer freigeschaltet. Ist das einfach eine weitere Szene zu drehen oder was ist damit gemeint? Ach, nee. First Tremor, okay. Wo habe ich das denn freigeschaltet? Würde mich interessieren. Keine Ahnung. Oh, hier unten gibt es ja noch was. Okay. Dann machen wir weiter mit 5 und 6. In dieser Szene bist du ein Vulkanologe in seinem alten Pickup. Er rast den Berg runter, um die Behörden zu warnen, dass der Vulkanausbruch katastrophaler wird, als alle denken. Du fährst querfeldein auf eine Rampe, springst über einen Abgrund, krachst durch die Stützbalken und landest auf der Brücke aus der ersten Szene. Lavabrocken haben die Brücke komplett ruiniert. Nach der Landung musst du also auf eine Reihe Löcher achten, um die andere Seite zu erreichen. Du hast dich bisher gut gehalten. Sieh zu, dass das Ding sitzt. Das ist einer der wichtigsten Stunts, also streng dich an. Mein Cutter braucht viel Material. Also sagen wir mal so, viel Material bekommt er sicherlich. 3, 2, 1, Action! Okay. Alter, was ist das denn für eine Rostlaube hier? Würde ich gerne, wenn mir nicht so ein Auto... Du darfst nicht in die Lava. Ja, ich darf nicht in die Lava, ich weiß. 3, 2, 1, wir können keine Blockhead im Wald bauen, wo wir Lava draufschauen. Okay, das hat doch jetzt schon mal besser geklappt. Ich hoffe, den Sprung schaffe ich jetzt auch. Ja, sehr gut. Wir sind ja gerade so ein bisschen im Wald, ne? Durch das brennende Haus, ja. Und jetzt hier, achso. Ja, da ist ein riesen grünes... Weiß ich nicht, wie man sowas nennen mag. Virtuelle Leitplanke. Und ich frage mich so, ja, muss ich da jetzt geradeaus fahren? Ja, das... Schwierig, ne? So, okay. Also ich lebe noch irgendwie, witzigerweise. Wenngleich ich nicht ganz weiß, warum. Aber ist es eigentlich immer die Lava, der man hier ausweichen muss? Oder liegt das jetzt an dem Film? Weil der hat ja irgendwann schon mit dem Vulkanausbruch zu tun. Da bin ich mal gespannt. Oh. Ja, ich mache hier so ein bisschen Simpsons in den Run-Style, ne? Hat er das jetzt noch gut gezählt? Eieiei, bitte hier irgendwie mal durch vielleicht. Fahr durch den Verkehr. Durch den Verkehr fahren. Mit dem Ding. Oh, ach so, ja doch, das war richtig. Okay, das war jetzt also wirklich, da musste ich gegen den fahren. Er hat gesagt, nimm einen Zusammenstoß hin. Okay. Wie? Wieso hat er den einen denn jetzt, also... Ist das das Ende? Ich hoffe mal. Aber ich glaube nicht, nee. Shit. Ah. Ich darf noch einen verkacken. Nein! Warum? Ich bin noch rechts an dem vorbeigefahren. Und das war die letzte Szene. Cut, das ist neu für dich. Du bist bestimmt nervös. Entspann dich und triff einfach die Markierungen. Mann, oh. Also das war doch okay. Manchmal fühle ich mich auch ein bisschen verarscht, weil die irgendwie sehr penibel sind. Nun gut. Ich kenne jetzt den grundsätzlichen Ablauf, was nicht heißt, dass ich es jetzt direkt wieder durchschaffe. Oder mich an alles erinnern kann, aber... Gegebenenfalls kann ich natürlich auch ein bisschen mehr driften. Ach so, ich sollte... Ja, ich dachte gerade irgendwie, ich müsste hier wieder unten durch wie beim letzten, aber nee, das ist ja Quatsch. 3, 2, 1, Action!
Da sollte ich schon rechts vorbei. Und ich vergesse irgendwie jedes Mal, dass da so ein Gesteinsbrocken runterfällt. Ist ja kein Asteroid oder sowas, ist ja vom Vulkan. Ab, ja, mein Gedächtnis ist Müll. Durch das brennende Haus muss ich schon noch durchfahren, aber dann eben rechts. Meine Güte. Ist ja schrecklich, wie wenig ich mir merken kann. Es war ein bisschen früh gedriftet, aber gut. So, jetzt aber rechts. Achso, ja, so rechts, das ist gemeint. Ja, ja, oh, ah, und da ist das... Ah, da war ein... Oh, ich habe noch... Komm, wo? Da war so ein Tor. Über die brennenden Bäume. Lol. Okay, nochmal driften. Achso, ah, da ist ein Stun, scheiße. Ja, gut. Die werden auch sehr verzögert eingetragen, die Strikes, kann das sein? Das ist zwar eigentlich Katastrophe jetzt, aber... Ich habe schon 71k. Ja gut, es ist eigentlich echt schlecht, aber ich fahre einfach mal weiter und guck mal, was mir das Spiel noch... Ja, Driftwende nach rechts, die war komplett Bullshit. Ich gucke einfach mal, was das Spiel mir noch so gewährt. Und dann kenne ich halt auch nochmal das ganze Set hier besser, die ganze Szene. War das knapp genug? Das war wieder mal zu scharf rechts. Hm? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Durch den Verkehr, let's go. Ach so, ja. Nimm einen Zusammenstoß hin. Was ist jetzt fehlgeschlagen? Ist da links noch ein Stunt, oder? Oh, ja gut, das war klar. Das sehe ich. Oh Gott, ist das furchtbar. Ist das schon wieder ein furchtbarer Run? Oh. Mhm. Machen wir. Noch habe ich einen frei. Aber jetzt kam halt auch der Miese hier. Rechts überholen. Aber warum? Muss ich den... Fangen wir noch mal von vorne. Da stand jetzt gerade irgendwas mit Treffen, Schlag auf der rechten Seite. Muss ich diesen Laster wirklich berühren? Oder darf ich den noch einfach nicht berühren? Weil irgendwie verstehe ich nicht, was er denn mir da ankreidet. Keine Ahnung, nun gut. Machen wir weiter und da soll ich einfach wirklich vom Gas gehen. Ja, scharf rechts, jetzt. Naja, und da ist so ein Zeitdings da. Naja, okay. Einfach erstmal irgendwie versuchen, Kombo weiter zu behalten. Das hat noch gezählt, auch wenn ich ein bisschen zu weit rechts war eigentlich dafür. Hier sammle ich jetzt Airtime, das ist okay. Hier so ein bisschen an dem vorbei. Tralala. Ah ja, die mache ich immer viel zu früh. Viel zu eng will ich die nehmen, die Kurve. Und spätestens da verkacke ich die Kombo dann, ja. Aber ist ja schon mal viel besser. Ja, machen wir. Ja, das war nicht nah genug, oder? Er hat nicht gemeckert. Ja, manchmal verstehe ich nicht, was wirklich als Fehlschlag, also als Strike gilt und was nicht. Und jawohl. Nimm einen Zusammenstoß hin. Ja, aber von der Seite, ne? Schlecht, ehrlich. Ja, mein Auto ist schön ramponiert, aber das soll es ja auch sein. Ist ja schließlich ein Actionfilm, ne? Oh, ja, der war schlecht. Okay, da soll ich eigentlich nicht reinfahren, oder? Ja, okay, doch, ich muss die schon so touchieren. Das muss ich also gleich wahrscheinlich auch bei dem LKW machen. Würde ich mal vermuten. Rechts überholen. Nee. Treffen, Fehlschlag. Darf ich ihn nicht treffen oder muss ich ihn treffen? Weil ich habe ihn ja, glaube ich, getroffen, aber halt nicht so richtig seitlich, sondern... Naja, ich glaube, ich darf ihn nicht treffen. Aufnahmen prüfen, da waren ein paar gute Momente dabei. Bin ich auch. 3 Sterne, ja schön. Also ich glaube, ich sollte ihn einfach nur... Also ich darf ihn, glaube ich, nicht berühren. Ich glaube, das ist das Problem. Aber so ganz verstanden habe ich das eben nicht. Und das Fahrzeug ist Müll. Das ist ja richtig schlimm. Nächste Szene. Achso, ja, ich muss das ja wieder auswählen. Autowerbung freigeschaltet. Toll. Wer schaltet denn gerne Werbung frei, hä? Ich weiß es nicht. Escape.
Für den nächsten Stunt brauchst du ein bestimmtes Manöver, den 180er rückwärts. Der ist knifflig. Sehen wir zu, dass der sitzt, damit du auf dem Set keine Zeit verschwendest. Du musst zum Stillstand kommen und die Bremse halten, um in den Rückwärtsgang zu kommen. Wenn du an Fahrt gewonnen hast, dreh das Lenkrad um, indem du den linken Stick abrupt auf eine Seite bewegst. Dadurch drehst du dich. Wenn du dich um 90 Grad gedreht hast, beweg den linken Stick in die entgegengesetzte Richtung. Lass die Bremse los und gib Vollgas, um den 180er abzuschließen. Mit dem richtigen Timing kommst du gerade und mit Schwung raus. Alles klar, versuchen wir es. Ja, versuchen. Das ist ein gutes Stichwort. Also ich habe ja schon irgendwie so ein Gefühl dafür, wie das gewünscht ist, wie das funktioniert, aber ja, ob das auch so praktisch funktioniert, wie ich das jetzt hier mir ersinne, das muss eben getestet werden. Ach so, ich muss weiterdrücken. Gut, 180er rückwärts. Ach so, ja, ich muss jetzt drücken. Ja, okay. Man sollte dann schon in die richtige, ja, warte mal. So, machen wir nochmal. Das Spiel hat sehr gute Sensoren, wie ich sehe. Das war halt Katastrophe, das war kein... 3, 2, 1, los, rückwärts. 180er rückwärts. Also das ist das, was die wollen, ja, aber das war ja nicht elegant. Geht das nicht irgendwie eleganter? 2, 1, los, ja. Rückwärts. 180er rückwärts. Das muss doch besser gehen, oder? Ich will es noch einmal versuchen. Ah, ja gut, dann halt nicht. Das ist die letzte Szene für Aftershock. Den dicksten Brocken haben wir uns aufgespart. Du springst für den örtlichen Feuerwehrmeister ein, der ein paar Löschzüge durch die Stadt begleitet. Der entscheidende Stunt hier ist ein 180er rückwärts auf Ebene 2 eines Parkhauses. Wenn du den Wagen rumgerissen hast, wie wir es geübt haben, brauchst du noch genug Schwung, um die Barriere zu durchbrechen, aus dem Parkhaus zu segeln und auf der anderen Seite des Lavastroms zu landen. Das ist die letzte Chance, Langston zu beeindrucken, Kleiner. Gib alles. Also dieses, du brauchst noch genug Schwung, das, gerade weil ich ja irgendwie nicht so elegant hingekriegt habe. Ja, ja, es geht los, du mich auch. Oh, ich habe nicht das Gefühl, dass ich dafür bereit bin. Ich durchbreche mein Auto, und zwar durch die Frontscheibe. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich das halt mit genug Schwung schaffen kann. Okay, okay, durch das brennende Haus kriegen wir hin. Machen wir mal hier so ein bisschen. So, hier ein paar knapp sammeln. Ja, okay, da hätte ich schon viel schneller sein müssen. Ai, ai, hallo? Wie soll das denn sein? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Der war nicht zu weit, auch nicht zu kurz. Schön, perfekt. 180 Grad, jawohl. Oh! Ja, fast. Gib mir eine Sekunde. Okay, okay, okay. Oh! Ja, sehr schön. Hat er noch gepasst. Ja, ob das den Kollegen beeindrucken wird? Den Richard oder wer ist jetzt hier dafür zuständig? Achso, ich sollte weiter nach rechts fahren. Ja gut, das war mir jetzt nicht so ganz bewusst. Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, wie die das haben sollen. Uiuiui, ja. Passt. Oh, ich dürfte theoretisch aber noch weitermachen. Dann, ich komme aber, glaube ich, nicht mehr so richtig auf die Rampe und vor allem nicht mehr rüber, oder? Ja. Sehr schön. Haben wir wieder was fürs Making-of, ne? Ja, viel zu früh. Supi. Ich glaube nicht, dass ich bis zum Parkhaus komme. Oh, ich bin im Parkhaus. Ich wollte gerade sagen, ich habe, glaube ich, davor schon zu viel Strikes. Und jetzt? Nach oben ins Parkhaus, ne? Oder geht's hier auch nach oben? Keine Ahnung. Naja, doch, es geht hier nach oben. Oh Gott, mir wird ein bisschen schwindelig tatsächlich. Und das erinnert mich gerade irgendwie ein bisschen an dieses... Ah, ja, ja, eine Amigo-Level. Nee, es war nicht Amigo, es war, glaube ich, Monkey Ball. Super Monkey Ball in... Oh, Sonic and Sega All-Stars Racing. Also im ersten Teil. 180er rückwärts.
Oh, oh, es war noch genug Schwung tatsächlich. Bin ein bisschen... Achso, ja, entlang schrammen, ja. Mh. Also ich kann die ganzen Symbole noch nicht so ganz deuten. Ich weiß, du schaffst das. Oh, ja, für das erste Mal fand ich das jetzt gar nicht mal so wild. Also ich habe halt am Anfang viel zu viel verkackt, dass ich mir am Ende jetzt nichts mehr erlauben konnte. Ich habe die Szene jetzt verstanden grundsätzlich. Ich habe natürlich wieder alles vergessen. War da jetzt noch einer nach dem Zaun? Muss ich hier so viel merken und so viel klarkommen? Nee, nee, da war kein anderer mehr. Komm, dreh dich wieder um, bitte. Oh Mann. Ja, das war jetzt ein Fail, weil es so lange gedauert hat. Okay, das ist überholen, wenn man wirklich... Ja, ja, doch, ich verstehe. Es sind definitiv andere Symbole und so. Ja, nee, komm. Wenn ich hier schon wieder drei Fails habe, muss er nicht weitergemacht werden. Das kann ich doch vergessen. Okay, ich mache trotzdem wieder denselben Fehler. Dass ich viel zu krass, viel zu schlecht da reinfahre. Da ist gezählt, ne? Ach du Kacke. Jetzt war ich halt schneller insgesamt, dadurch habe ich das jetzt hier hingekriegt. Ja, das war jetzt nichts, okay. Ich mach weiter. Was soll's. 180er... U-Turns, Dings da, haben eigentlich immer ganz gut funktioniert gerade. Bis auf einmal, da war ich ein bisschen zu früh. Das war, glaube ich, im Parkhaus schon, ne? Oder? Ich glaube, es war noch früher. Ist auch egal. Einmal hat es nicht geklappt. Wenn ich jetzt mit der Rampe gleich hinbekomme, ist das schon mal viel geschafft. Ja, genau. Das habe ich ja nicht verstanden und dadurch habe ich hier einfach eine schlechte Position gehabt. Also das sieht doch jetzt richtig cool aus. So wie es auch gedacht ist. Und ich habe jetzt einen Fail. Den hier habe ich verkackt, ne? So, den habe ich jetzt hingekriegt. Auch wenn der auch schon wieder ziemlich früh war. Jawoll. 180 Grad. Oh, sehr gut. Nochmal scharf rechts und Auto und... Nein! Zu schnell. Enge Parkhäuser, immer wieder ein Freude, scheiße. Hm. Das ist noch nicht allzu viele Punkte, ne? Uiuiui. Komm! Ja, ja, anhalten und rückwärts, so komm. Ist so rum denn sinnvoll oder soll ich mich andersrum drehen? Ich glaube, so rum passt schon, ne? So, jetzt schrammen. Jawohl. Und da war mein Ende vorhin. Ja, okay. Wäre cool, wenn das Fahrzeug auch früher mal ins Blickfeld kommt. Uiuiuiui. Wie viel haben wir denn noch? Naja, ist die finale Szene, die wir jetzt hier drehen. Und ich sollte vielleicht auch ein bisschen mein Maul halten. Damit ich halt schon höre, was er sagt. Finde ich auch. Zwei Sterne? Oder ein? Nur zwei. Ist doch okay. Nehme ich. Oh, 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 oh. Okay. Verdienen Sie einen Stern in allen Aftershock-Szenen. Habe ich geschafft. Sehr gut. Schildkröte, drehen Sie Ihr Auto zum ersten Mal aufs Dach. Ja, das habe ich definitiv geschafft. Und in der Hölle. Nominierung. Fantastisch. So, jetzt können wir also zum Karrieremenü zurück und haben jetzt den ersten Film komplett abgeschlossen, prinzipiell erstmal, ja. Filmtrailer haben wir zumindest mal freigeschaltet, okay. Komm her, meine Kleine. Du musst gar keine Angst haben. Du willst also zu diesem Softballturnier nächsten Sonntag? Habt ihr das auch gespürt? Wir bekommen soeben die ersten Berichte. Ich habe noch keine Infos zu den Opfern. Inmitten der verheerenden Zerstörung liegt die Stadt. Wenn sie sich irgendwo auf dem Land aufhalten, verschwinden sie.
Auf diesen Straßen zu fahren ist blanker Selbstmord. Hier bleiben ist Selbstmord! Lass mich einfach hier zurück. Spring! Ich will kein Held sein, sondern einfach nur überleben. Wenn sie auf mich gehört hätten, dann wären wir jetzt alle in Sicherheit. Das ist die falsche Zeit. Wir haben gar keine Zeit. Hier ist schon sehr cool gemacht, ne? Das ist schon sehr cool gemacht. Aber das waren definitiv nicht meine Szenen, die da zu sehen waren. Also das ist jetzt nicht so ein... so immersiv, dass es da direkt mit reingeschnitten wird, sondern das ist definitiv schon so vorgerendert und so. Ja, gut. Vielleicht auch besser so. Ja, das heißt, das haben wir jetzt erledigt und könnten uns jetzt hier halt verbessern überall, aber das werde ich jetzt noch nicht machen. Ach, der Filmtrailer ist dann das, was man da am Ende freischaltet. Okay, kann man da schon sehen, wie viel es denn insgesamt geben wird? Also wir haben 1, 2, also zusätzliche, 3, 4, 5... fünf weitere noch, also insgesamt 6 und dann haben wir noch Nebenjobs. Ah, das ist hier genau, okay. Autowerbung und Stunt City Feuer, das sind diese Sachen, die wir mal freigeschaltet haben zwischendurch. Das sind also so kleine Sidequests, sage ich jetzt mal. Okay, alles klar, dann habe ich so einen groben Überblick, und eine grobe Idee. Mich würde aber trotzdem interessieren, was wir jetzt hier sonst so... Willkommen beim Multicon. Okay, nee, das will ich jetzt eigentlich gar nicht so... Ja, sehe ich das nochmal? Wahrscheinlich nicht, ne? Willkommen, ja doch, okay, sehr gut. Ich weiß nicht genau, was das hier sein wird. Vielleicht ist es einfach nur der Multiplayer für online, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich gucke mir das dann doch lieber erst an, wenn ich das auch wirklich mir mal anschauen möchte, wenn ich mir die Zeit für nehmen möchte. Hier haben wir ein paar Statistiken. Ah, okay. Na gut, da steht auch Statistik. Sollte vielleicht vorher mal gucken. Okay, das hier sind meine Nominierungen. Steht da, was man da machen muss für? Nicht direkt, aber man kann sich das so ein bisschen ableiten. So ein bisschen trophäenmäßig, ja. Also, dass man das so wie PSN-Trophäen halt so ungefähr ableiten kann. Aha, aha. Gut, das sind halt die wirklichen Achievements, würde ich mal behaupten. Eieiei. Ja, mal gucken, was ich hier alles machen werde. Ich werde es wahrscheinlich einfach durchspielen, karrieretechnisch, und dann mal schauen, was wir so freigeschaltet haben. Und das wird es wahrscheinlich sein. Filme, was haben wir hier so? Haben wir hier schon alles freigeschaltet oder wie? Das, oder? Also müssen wir da nichts freischalten, besser gesagt? Offenbar nicht. Okay. Und wir können irgendwie Cheatcodes eingeben. Ja! Ich erinnere mich, das ist ein THQ-Spiel, wie wir auch gerade gesehen haben. Und THQ hat auch bei SpongeBob ja sehr, sehr gerne diese Cheat-Menüs eingebaut. Also irgendwie, das waren früher... Leute, die, also das Spiel ist, weiß ich nicht, 2007 oder irgendwie so um den Dreh rum ist das erschienen und das ist, ja, das passt voll in diese ganze Zeit rein, wo THQ sowas dann auch entsprechend gemacht hat mit den ganzen SpongeBob-Spielen auf der Wii und PlayStation und so, ja. Es passt rein. Wir machen also beim nächsten Mal weiter mit dem zweiten Film. Whoopin' and Hollering. Hollering. 2. Ich, bin gespannt. Was mich hier erwartet. Irgendwie so eine Art Monster Truck auf jeden Fall schon mal. Ein Leichenwagen. Also ein Kühlwagen halt. Weiteres Motorrad oder Cross irgendwas. Ich habe keine Ahnung von solchen Sachen. Und so einen älteren Wagen, ja, supi. Lässt sich bestimmt teilweise wieder ein bisschen klankig steuern. Ich bin gespannt. Bis dahin. Ciao.